Ja, da ist ein schöner Haken, dafür, dass ich es geschafft habe. Hier hoch, bitte. Du. Achso, ich hab schon einen. Okay. Nein, 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 nein. Wow! So, was war hier nochmal? Jetzt kommt diese Drehsterne-Sache. Diese Seesterne, sie sind äußerst gefürchtet bei Bikini Bottoms tollsten Mantaleos. Wow. Nein. Ich will einfach gar keinen töten. Ich will hier ganz einfach gefühlt. Seht ihr, ich bin ein bisschen pazifistisch veranlagt, weil auch wieder. Schön. Das war eigentlich nicht meine Absicht, dass das passiert. Okay. Nein, mein Luftball. Blöd, Mann. Wieso kriegt das nicht hin? Ist das nur bei Wassermüll? Also wenn der Wasserstand so richtig. Mann! So langsam fange ich an, safe zu tapen. Jetzt reicht's mal langsam. Anhalten, anhalten, anhalten. Da kommen jetzt wieder diese vier Seesterne. Da will ich jetzt nicht getroffen werden. Genau, endlich mal wieder irgendwas richtig gemacht in dem Level. So, jetzt aber. Jetzt machen wir einfach mal hier weiter. Und schauen mal. So, das sind, den haben wir mal wegbekommen. Ja, toll. Ich hätte gerne auch meinen zweiten. Ich hätte gerne meinen extra Treffer wieder an dieser Stelle, wenn ich bei meinem. Wow, please, ey. Ja, das war blöd. Jetzt habe ich mich versteckt. Nein. Nein. Oh Mensch. Och. Schützen. Boah, ey. Ich hätte das vielleicht in 5 Minuten machen können, wenn ich noch weniger, aber nein. So, jetzt. An jeder Stelle wird das gesaved, bis ich hier durch bin. Das Level geht mir genau auf den Sack irgendwie. So, meine Güte. Oh, ich habe meinen Luftballon mal wieder verpasst. Und hier, genau, an dieser Stelle bin ich jetzt mal an der weitesten Stelle gestorben. Weil dieser blöde Fisch da komplett gemein platziert ist. So. Und das wäre es eigentlich auch gewesen wahrscheinlich. Ja, na toll. Ich hätte mir das alles sparen können, wenn ich nicht von diesem einen blöden Kugelfisch getroffen worden wäre. Hätte ich wieder 7 Minuten bestimmt sparen können von dem Ding. Blick. Nee. Vielen Dank, aber nein, ich verzichte. Okay, weiter geht's mit Windy Well. Oh. Das ist wieder so ein Windlevel. Das sieht ganz danach aus. Oh, mit dem. Roll rüber. Okay. Okay. Was doch immer. Aha. Ich nehme mal an, ich habe 0 Leben, deswegen darf ich immer self-tappen. Wow, das sieht so schön. Ach, guck mal, ich habe sogar ein extra noch. Dann können wir wieder vom Anfang machen. Ne, so viel müssen das schon sein. Wenn ich noch ein Leben habe, dann fangen wir auch vom Anfang an hier. Am besten gar nicht auf die Käfer drauf springen, die gefallen mir irgendwie nicht an der Stelle. Gibt's hier oben was? Ach so, mal, ach so. Man, ja, da kriegt man die Bananen halt nicht. Oh toll! Wann funktioniert dieser Windupmann nicht? Wann funktioniert der Windupmann nicht? Ich habe keinen Plan. Irgendwie wechselt das schon wieder ständig, wie es gerade will. Wow, das Affengeräusch dann gerade komplett verzerrt. Hat das auch gehört? Was das denn? Ich will einfach sagen, weil ich nicht weiß, wie der Wind ist, werde ich einfach an jeder möglichen Stelle versuchen, vorsichtig zu agieren bzw. zu fliegen und zu gucken, was passiert. Hier ist er wieder. I don't get it. Bleh.
Ja, links oder rechts? Warum? Ich nehme rechts. Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich hier mache. Nein, da kommt die Haar. Wie soll man das denn machen? Das darf mir auch gerne sagen, wie ich das machen soll überhaupt. Der Haken befindet sich auf einer Linie. Wie soll ich denn da ausweichen dann? Naja, wir werden sehen. Wahrscheinlich muss ich ganz nah dran sein, anstatt ganz weit weg. Das ist bestimmt der Trick. Sein, das wäre viel einfacher. Dann könnte ich die ganze Zeit nämlich über alles drüber fliegen, was da auf dem Boden steht. Das wäre so schön. Nein. Okay, einfach weiter. Weiter. Solange meine Unverwundbarkeitszeit noch ist, kann ich das ja machen. Wir gehen jetzt mal links rum und finden gar nichts. Es ist total egal, welche Richtung wir machen. Ich wollte noch gar nicht hoch. So, jetzt kommt wieder der Haken-Typ. Jetzt werden wir einfach mal ganz nah rangehen. Aha. Toll. Hätte ich das noch vorher gewusst. Ja, wann kann ich jetzt stehen und wann nicht spielen? Mann. Okay. Also wenn Boden da ist, dann wird er mich meistens absetzen. Seht ihr das? Sobald der Boden da ist, hört der Wind auf. Toll. Das gefällt mir nicht. Wow. Ja, bei Boden hört das Ding auf. Wow. Okay. Ich hab Angst. Berechtigte Angst. Was ist hier los mit diesem Level, ey? Wow. Ich will gar nichts aufsammeln. Okay. Ich will gar nichts. Wow. Ich krieg einen Mittelpunkt. Das ist schon mal gut. Und da ich nur Leben habe, kann ich wieder das machen. Genau. Ja, natürlich ist. Was? Der ist nicht raufgegangen? Was ist das denn? Und das wird. Das wird easy. Das ist der einfachste, die einfachste Aufgabe, die ich jemals hatte mit dem Spiel. Ja, hier musst du aber drauf, wenn ich jetzt direkt von unten dahin. Genau. So, wie mache ich denn das jetzt hier? Wann muss ich denn jetzt nach unten? So hier? Nein, natürlich nicht. Ach, gleich mir. Ja, doch. Und dann hält der Wind wieder an, dass ich einfach runterfalle. Okay, das haben wir. Yeah. Ja, geil, cool. Cool, yes. Ja, komm, wir müssen nochmal hier. Ah, das war jetzt nur der Hand. Mann. Nein. Okay, endlich. So. We getting there, man. Das war jetzt ein gratis Ballon, cool. Das ist jetzt auch nicht so kompliziert hier. Aber sehr knapp, muss man da. Meine Fresse, dieser Wind. Ich würde meine Mütze gern noch behalten, Gegner. Was macht. Das sieht komisch aus. Lass meine Mütze in Ruhe. Oder meine Beine vor allem. Meine Beine hängen noch viel tiefer. Ich brauche dich vielleicht noch. Obwohl ich momentan eher umher wie anstatt wirklich zu laufen, muss man sagen. Aber im nächsten Level könnte ich sie gebrauchen. Oder jetzt schon. Oh, da wären dann die Kehrmünze gewesen. Kriege ich die noch? Nee, wahrscheinlich nicht. Das sieht zumindest nicht danach aus. Als leider, ich müsste jetzt einen Hit einstecken, aber nee, nicht mal dann. Dann würde ich vorher wieder hochgebeten werden, statt sie zu kriegen. Oh, wo kann ich hier lang? Ich bleibe einfach mal auf der linken Seite. Ich bleib einfach mal komplett links. Okay, ich darf nicht. Ja, lass mich so runter, lass. Ja, spielen, ja, genau. You're doing so well. Man versteht da, weil das Level Windy Well hat.
Stadtpanz, Stadtpanz, bitte. Ach nee, da wäre die Caymans drin gewesen. Schade. Naja, bleiben wir jetzt ganz recht. Okay, okay, aber vielleicht, vielleicht kommt jetzt hier nichts mehr auf der Seite. Haha, das ist doch nur, ne? Hast du gedacht, nur weil links eine war, kommt jetzt rechts auch nur eine? Da hast du dich aber schief gewickelt bei dem Spiel, du. Ich könnte zur Abwechslung auch einfach mal wieder einen davon besiegen, anstatt wahnwitzig. Und wieso drückt der Wind mein Fass auf den Boden immer? Ich verstehe das nicht. Müsste mein Fass nicht wenigstens in der Luft irgendwie schweben, anstatt mit vollem Karacho auf den Boden zu knallen? Okay, ich habe jetzt vorbei, das ist schon mal eine gute Ausgangsposition. Okay, einfach durch, wir haben die Unverwundbarkeitszeit. Hoch, hoch, hoch hier. Hoch! Achso, da war noch ein Haken, sag das doch. Nein, aber. Oh, ich vergesse es jedes Mal, dass er die Caramels jetzt an der Stelle daher soll. Nicht so wichtig. Ja, natürlich. Oh, wo. Na komm schon, so jetzt. Wow! Was nun? Ach so, das Spielchen wieder. Das sollte machbar sein. Ja, jetzt kommt da. Nein, nein. Nein, nein, nein. Bleib auf dieser. Bleib einfach hier rechts. Okay. Oh, nein, Stachelschwein. Vom Stachelschwein wird hier mit der Dreiste. Ich bin die drei Bienen da hochgekommen und dann wird vom Stachelschwein gekillt, was auf der rechten Seite bleibt. Ich glaub's nämlich auch, ey. Jetzt haben wir es aber mal lang. Aber ich habe das Gefühl, dass ich es jetzt schaffe mit dem Versuch. Warum soll ich es auch nicht mehr schaffen mit dem Versuch? Ich kenne jetzt alle Geheimnisse dieses Levels. Ich weiß jetzt, worauf überall es wacht. Nahrung. Dann kriegen wir erstmal wieder einen schönen Ballon. Und diesmal werde ich mir auch versuchen, dir die Camels zu holen. Ich weiß, wo sie ist. Ich weiß, wo sie ist. Tja, nach dem 100. Mal ist das auch nicht mehr so schwer. Es geht nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Naja, who cares? Ich nicht. So, das ist jetzt auch machbar hier. Ich muss einfach nur so einen Zickzack nach oben. Guck mal, jetzt habe ich immer noch beide und kann hier bequem durch. Das ist doch schön. Jetzt hier keinen verlieren am besten. Oder einfach mit Volldampf da durch wollen, sodass man nicht mehr ganz unten ist. Okay, das stimmt. Komm, 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 komm. Ja, ja, jetzt nicht für den blöden Stachelschwein erwischen lassen hier. Ja. So, bei dir weiß ich auch, was ich zu tun habe. Immer schön nah ran, anstatt weit weg. Man darf die Gefahr nicht fürchten. Genau, jetzt können wir einfach das Level beenden. Das wäre nett. Wo wäre es Quarks gewesen? Ich habe keine Ahnung. Warum ist hier so ein Haken? Der ist verdächtig. Der Haken soll nur verdächtig bleiben, aber der macht nichts. Und das Ende. Fall ich hier runter dann? Ja. Da dreht einer durch und dance so ein bisschen mit mir mit. Wo wart der denn eigentlich immer auf? Das habe ich mir noch gar nicht gefragt. Diesen Ghetto Blast Little Kong College, hier kann man wieder ein bisschen saven, ja. Invisible Items, was sind denn Invisible Items? Finally, this is our next level, they will be used to pretend. Weiß, ein geiler Superstep, weiß nicht, was das ist. Das haben wir ja schon vorhin gemacht in dem Level da. Castle Crush.